Herzlich willkommen bei Fitorial, Tag 9 unserer Challenge. Und wie gestern angekündigt und versprochen, gibt es heute ein schönes Workout. Beginner, Advanced, Mixed, was immer sich für dich gut anfühlt. Und im Anschluss tasten wir uns so ein bisschen aktiv an das Thema Stretching an. Da bin ich mal gespannt, was du auf Lager hast, um mich ein bisschen beweglicher zu machen. Ich habe meine Schuhe gar nicht zubekommen. Wie viel Zeit hast du? Jahre. Hoffe ich. Die braucht man auch. Braucht man tatsächlich. Wichtiges Thema beim Thema Stretching. Geduld. So, aber erstmal zum Warmwerden. Fitorial 5. Get ready for Fitorial 5. Squats in 3, 2, 1, go. Habt ihr eigentlich einen Unterschied gemerkt? So der Schritt vom Beginner zu Advanced? Ja, haben uns wir. Wir haben dir? Hätte mich jetzt mal von den Leuten interessiert. Sollen wir es mal in den Kommentaren reinschreiben? Ja, vielleicht kriegen wir ja mal ein kleines Feedback. Prepare for push-ups. Da wollen wir doch mal. Wir sehen, was da geht. 3, 2, 1, go. Wenn ich dich jetzt frage, warum das hier deine Lieblingsübung ist, willst du mir das wahrscheinlich gerade nicht erzählen, oder? Doch, kann ich. Sehr gut. Weil die mir so leicht fällt. Das ist die einzige Übung. Die einzige Übung, wo ich durchpowern kann und reden. Bei allen anderen gehe ich völlig kaputt. Paddler habe ich gleich gar keine Lust. Dann frage ich dich gleich nochmal. Könnte sein, dass ich dich dann beschimpfe. Wenn du dafür noch Energie hast, hättest du auch noch Energie, um zu erklären. Boah. Na, dann kann deine Option. Okay. Mit Arme, ohne Arme. Hey, nicht du. Ach so. Ich fühle mich immer so angesprochen. Aber nur, wenn du willst. Denk an die Spannung im Körper. Und der Blick geht wirklich Richtung Boden, weil der Nacken will hier auch entspannt sein. Atmung fließt. Gerne auch mit dem Stöhnen. Da kann er plötzlich nicht mehr zählen. Können wir noch mal Liegestütz machen? Nö. Erklären wir auch noch, warum nicht immer nur die Lieblingsübung. Arsch zusammenkneifen. Ja, genau, ist richtig. Das ist immer wichtig. Druck in die Fersen, als ob du irgendwo gegen so einen Widerstand schieben würdest. Yes. Kniescheiben ransaugen. Ja. Bauchnabel einziehen. Hi, hi, Captain. Zittern genießen. Yes, sir. Ja, schon Halbzeit, geil. Sehr gut. Man muss sich das alles schönreden. Dann funktioniert das auch. Oh, Arsch nochmal zusammenkneifen. Haben die letzten paar Sekunden? Jawoll. Was denn ausgedacht? Ist doch fein, so mit der Sonne. Ist doch schon fast wie im Urlaub, oder? Der redet nicht mehr mit mir.
kann nicht reden. Dann atme. Durch den Mund aus, wenn du hochcrunchst. Durch die Nase ein, wenn du tief gehst. Das kann man immer wunderbar mit der Pilates-Atmung kombinieren. So eine Bauchübung. Und schon geschafft. Ich finde es immer erstaunlich, wie schnell diese 5 Übungen vorbeigehen. Aber auch nur danach. Stimmt, nur danach. Währenddessen denkt man manchmal so, oh mein Gott. Hat ja gar kein Ende. Wir sind aber noch gar nicht fertig. Wir sind noch nicht fertig. Stopp. Ich fühle mich so ungelenk. Trainerin Melli, was kann ich tun? Erheben Sie sich. Okay. Wir haben Squats gemacht, deswegen haben wir auf jeden Fall unsere Oberschenkelmuskulatur genutzt. Und die dehnen wir jetzt einfach mal mit einem ganz easy Quadrizeps-Stretch. Also der Muskel hier vorne. Schaffen wir das hier auf der Wiese, ohne uns umzuschmeißen? Wir können es ja gegenseitig stützen. Gegenseitig umschmeißen, yay. Partnerübung. Knie an Knie ist immer ganz wichtig. Und dann spann den Po an und push dadurch die Hüfte noch mal so ein bisschen vor. Und dann müsstest du die Dehnung richtig schön vorne über deinen Oberschenkel spüren. Das spüre ich. Sehr gut. Und dann löse. Jetzt wird schwer, jetzt müssen wir Plätze tauschen. Boah, du bist schlau. Ich bin mega clever. Ich warte schon die ganze Zeit, dass irgendwer 3, 2, 1 sagt. Geht auch ohne. Ja. Jetzt wird schon so gedrillt. Na, auch hier wieder schön die Knie schließen. Dann ist nämlich dein Becken parallel. Stimmt. Hatte ich gerade noch nicht. Ja, und dann nochmal bewusst aufrichten, Bauchnabel einsaugen. Über die Po-Spannung die Hüfte wieder vorschieben, um die Dehnung noch ein bisschen zu verstärken. 3, 2, 1. Go! Let go! Kurz ausschütteln. Ja. Jetzt habt ihr schon mal eine Übung kennengelernt, wie ihr die Oberschenkelvorderseite dehnen könnt. Mhm. Was haben wir noch trainiert? Push-Ups, Brust und Schulter. Für die Brust kannst du wunderbar öffnen, indem du die Arme weit öffnest, ungefähr auf so auf Brusthöhe und die Daumen dann schön zurückziehst. Das heißt, Schulterblätter zueinander, hier schön aufrecht. Nicht die Schultern hochziehen, ne? Nee, das genau, ist so, die Schultern schön fallen lassen. Genau. Du kannst hüftweit stehen, wenn du mehr Stabilität brauchst, kannst du dich auch ein bisschen weiter hinstellen und wirklich aktiv an der Öffnung arbeiten, indem du die Daumen nach hinten ziehst. Und dann müsstest du schön so einmal hier entlang die Öffnung spüren. Spüre ich. Sehr gut. Lösen, bisschen kreisen, lockern tut auch immer gut. Was haben wir dann gemacht? Dann haben wir unseren Rücken trainiert. Ich würde sagen, um den oberen Rücken so ein bisschen zu öffnen, komm ruhig mal in den hüftschmalen Stand und dann verschränkst du die Finger vor dir und dann machst du dich mal richtig schön rund. Saug den Bauchnabel ein und zieh ruhig mit den Händen so ein bisschen vor. Dann müsstest du auch spüren, wie du die Schulterblätter hier auseinanderziehst. Ja. Aua. Atme auch ruhig mal ganz bewusst dahin ein, das heißt in den oberen Rücken. Atme aus und gib so ein bisschen mehr nach. Löse. Dann wollen wir auch den unteren Rücken noch ein bisschen runden. Ja. Immer noch hüftschmal, beug die Beine und dann legst du die Ellbogen mal auf den Oberschenkeln ab. Lass den Kopf hängen. Und schiebst jetzt den Bauchnabel quasi Richtung Decke. Dadurch bringst du eine schöne Rundung in deinen unteren Rücken. Ich muss erstmal bei dir spinksen. Okay. Oh ja. Und wenn du hier genug hast, dann roll dich einfach mal Wirbel für Wirbel auf. Wundervoll. Und dann machen wir noch eine kleine Öffnung für die Körpervorderseite, weil die Bauchmuskeln haben wir auch trainiert, sowohl in der Plank als auch in den Crunches. Deswegen würde ich sagen, wieder hüftschmaler Stand. Lass die Arme einfach mal über die Seiten steigen, bis deine Handflächen sich treffen. Spann jetzt den Po an, push die Hüfte vor und zieh dich über deine Fingerspitzen zurück. Das ist eine Babyrückbeuge. Und dann müsstest du eine schöne Öffnung über deine Körpervorderseite spüren. Schultern lässt du nochmal entspannt fallen. Die ist immer alles so entspannt. Und lass die Atmung wirklich mal wie so eine Welle einmal über die Körpervorderseite drüber fließen und dann aus den Fingerspitzen raus. Und dann löse. Kreis.
Weise. Ja, und jetzt hast du für unsere Hauptübung schon mal die ersten Stretching-Möglichkeiten kennengelernt. Das war ja gar nicht so viel. Nö. Das kann man ja nach jedem Fittorial 5 eigentlich kurz machen, eben, oder? Das braucht nicht viel Zeit. Alles klar, dann würde ich vorschlagen, wir verabschieden unsere Zuschauer bis morgen. Wenn ich richtig informiert bin, brauchen sie morgen keinen? Nee, morgen nur lauschen. Zuhören, müsst ihr kein Workout machen, dürft ihr natürlich. Ihr dürft ansonsten, ihr dürft immer. Bis morgen. Genau, bis dahin.